Guten Tag, liebe Freunde des Wortes Gottes. Ich werde heute einige kurze Gedanken sagen zu 2. Mose 4, wo wir drei Zeichen und die Beschneidung des Sohnes Moses finden. Ich habe das geschrieben hier auf bibelkreis.ch unter Begriffserklärungen M Mose 2. Mose 4, drei Zeichen und Beschneidung des Sohnes. Und ganz kurz eine Erklärung. Hier kommt man zurück auf die erste Seite und da sind die YouTube-Aufnahmen. Da hat es Hilfen zum 2. Buch Mose. Dann habe ich hier ein sehr gutes Buch von Charles Henry Mackintosh, gut zu lesen, aber immer, wie alles, was Menschen geschrieben haben, prüfen anhand des Wortes Gottes. Beginnen wir. Bevor Mose die Führung des Volkes Israel übernehmen konnte, musste er die Führung in seinem Haus übernehmen. Beweise Gottes gegen den Unglauben. Ein Stab wird zur Schlange. Bedeutung: die Versuchung von außen. Der Mensch muss über die Sünde herrschen. Stab Gottes. Dann Vers 6: Aussatz der Hand. Die Versuchung von innen. Gott rettet uns durch die Bekehrung davon. Wasser aus dem Nil wird zu Blut, das Gericht Gottes wird über die Welt kommen. Dann die Beschneidung im Vers 24, 25. Der Mensch steht unter dem Todesurteil. Durch die Beschneidung anerkennt er das Gericht Gottes über die sündige Natur. Damit wir wissen, wo wir stehen, Kurzüberblick. Israels Knechtschaft in Ägypten, die Geburt und Rettung und Ausbildung Moses, Berufung Moses, das Zögern Moses, Gott zu gehorchen, die Rückkehr Moses nach Ägypten, Moses Auseinandersetzung mit dem Pharao. Und dann kommen ja die berühmten Plagen Ägyptens, dann das Passa, 2. Mose 12. 13, 14, 15, die Auswanderung aus Ägypten. Moses hatte bereits Mangel an Befähigung, keine Botschaft, fehlende Beredsamkeit, fehlende Wirksamkeit geltend gemacht. Gott antwortete darauf mit Versprechen seiner Gegenwart, der Offenbarung seiner Allmacht, der Gabe der nötigen Fähigkeiten, seiner Leitung und Unterweisungen. Hier könnt ihr in Ruhe Gedanken darüber lesen, was es bedeutet. Dann habe ich hier die entsprechenden Verse, Vers 1, wo Moses antwortete und so weiter. Gedanken dazu zum Lesen. So. Und um es ganz kurz zu zeigen, wir sehen, wie der Mensch lernen muss, in der sündigen Welt über das Böse zu herrschen. Er muss über die Sünde herrschen,
war der Auftrag Gottes an Kain. Er musste über die Sünde herrschen. Dann der Aussatz an der Hand, die Versuchung von innen. Gott rettet uns durch die Bekehrung davon. Wasser aus dem Nil. Das Gericht Gottes wird über die Welt kommen. Dann der Mensch Mose, wir alle stehen unter dem Todesurteil. Durch die Beschneidung anerkennt er das Gericht Gottes über die sündige Natur. Was ist das für uns? Natürlich die Bekehrung. Wir mussten umkehren zum Herrn Jesum Christum, dem ewigen Gott, der Mensch wurde, und am Kreuz von Golgatha die Sünde trug. Und jeder, der an ihn glaubt, wird durch ihn errettet. Ich hoffe, dass ihr Freude habt, das durchzulesen. Wenn ihr Fragen habt, kein Problem, geht ihr hier auf Impressum. Da seht ihr alle meine Adressen. Auf Facebook selbstverständlich auch zu erreichen unter Begriffserklärung. F wie Facebook. Facebook-Unterordner. Und das sind die Facebook-Seiten. Herzlich eingeladen dazu. Im Herrn Jesum Christum wünsche ich euch einen guten Tag.